Hallo und herzlich willkommen zu Pour le Plaisir. Heute gibt es einen sehr einfachen, super leckeren Apfel-Blaubeer-Crumble. Also bleibt dran. Für unseren Crumble brauchen wir Äpfel natürlich. Ich habe hier Bosskopfäpfel genommen, dann Blaubeeren, könnt ihr auch tiefgekühlt nehmen, Zucker, ein wenig Zimt, etwas Zitronensaft brauchen wir noch. Und für unseren Crumble habe ich hier ein bisschen Haferflocken, feine Haferflocken. Zucker, Mehl und natürlich Butter. So, wir fangen an mit den Äpfeln. Ich viertel jetzt erstmal alle Äpfel und schäle sie dann. Finde ich persönlich, geht schneller und einfacher. Aber das könnt ihr machen, wie ihr es für richtig haltet. Ihr könntet auch, wenn ihr ganz faul seid, die Äpfel einfach mit Schale verarbeiten. Der kommt nie aus der Mode, der gute alte Sparschäler. So, hier noch ein kleiner Hinweis. Wenn die Äpfel schon braun sind, nachdem ihr sie geschält habt, hier sind sie es noch nicht, dann seid ihr einfach zu langsam gewesen. So, jetzt machen wir noch das Kerngehäuse raus. So, jetzt schneiden wir sie noch. Ich schneide sie dafür einmal grob der Hälfte durch. Schneidet sie übrigens nicht zu klein, denn wir wollen nicht, dass sie zu Brei verkochen. So, und damit ist der schwierigste Teil auch schon erledigt. So, wir fangen an. Ich habe hier ein gusseiserner Topf, muss keiner sein. Jede Pfanne, jeder Topf funktioniert. Heiß werden lassen. Jetzt geben wir unseren Zucker hier rein. Und machen einen Karamell daraus. Ich würde jetzt hier in der Pfanne nicht rumrühren. Schwenkt sie lieber so. Denn wenn ihr anfangt rumzurühren, dann bekommt ihr nur Klumpen rein. Und hier seht ihr, hier wird schon, geht es schon los, wird schon braun. Jetzt müsst ihr aufpassen, dass es euch nicht verbrennt. Ich muss ein bisschen runterdrehen auch. So, reicht das auch schon. Jetzt kommen eure Äpfel drauf. Die werden das Ganze ein bisschen runterkühlen. Also, Zimt dazu. Klein bisschen Zitronensaft. Kleines bisschen Zitronenapfelkern mit rein. So, wenn die Äpfel vor sich hin köcheln, machen wir unseren Crumble. Geht ganz einfach. Zucker.
Gurke, alles zusammenschmeißen. Ja. Könnt hier noch, kleiner Geheimtipp, kleine Prise Salz mit dran. Dann die Butter dazu. So, und jetzt das Ganze einfach kneten, bis wir schöne Brösel haben. Kennt ihr bestimmt von eurer Oma. Ja, das könnt ihr nach Geschmack mehr oder weniger süß machen, da braucht man eigentlich kein Rezept für. Wenn es zu butterig ist, macht ihr einfach noch ein bisschen Mehl dazu. Wenn es nicht süß genug ist, naja, eben ein bisschen Zucker dazu. Ich kann mich heute noch daran erinnern, dass ich als Kind immer die Krümel, die Brösel, am liebsten so, am liebsten roh gegessen habe. Aber das könnt ihr je nach Geschmack machen. Ihr könnt diese Brösel ganz, ganz fein machen. Ein bisschen trockener, dann braucht ihr ein bisschen mehr Mehl. Ich mag es eigentlich, wenn sie so ein bisschen eine Größe haben. Finde ich, schmeckt viel besser. Aber das ist natürlich Geschmackssache. So, für mich ist das so perfekt. Ein paar kleine, ein paar große. So, wenn die Flüssigkeit fast weg ist, kommen die Blaubeeren noch dazu. Teilen wir das Ganze schön großzügig hier. Da die Masse jetzt schon eigentlich gar ist, müssen wir jetzt nur noch den Crumble knusprig hinbekommen. Das dauert so etwa eine Viertelstunde und dann ist das Ganze auch schon fertig. Et voilà! Der geht jetzt in den Ofen, 180 Grad Umluft, für wie gesagt etwa eine Viertelstunde. So sieht das Ganze dann fertig aus. Am besten lauwarm essen. Lecker. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst mir noch ein Abo da, dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Und empfehlt mich gerne weiter. Also, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao, ciao.